Ja, moin Leute, willkommen auf dem Kanal barcast.com. Es wird Zeit für eine Filmanalyse und ich habe es ja schon im Stream versprochen, das müsste jetzt schon eine Woche her sein, dass ich mich nochmal an den Soldat James Ryan herantraue. Hintergrund hier ist, ich hatte ja vor ein paar Wochen den Film My Way oder Prisoners of War analysiert, also den koreanischen Kriegsfilm. Will ich jetzt gar nicht so viel Wort darüber verlieren. Auf jeden Fall konnte man in einer Szene sehen, wie die deutschen Verteidiger in der Normandie den Angriff der Amerikaner und Engländer und so weiter in der Normandie, also die Omaha Beach Landung, erlebt haben. So, und daraufhin wurde ich angeschrieben: Mensch, kannst du nicht auch mal die andere Seite machen? Und natürlich bleibt mir da nichts anderes übrig als Soldat James Ryan. Da haben wir schon ein paar Filmszenen besprochen, aber natürlich fehlt die Eingangsszene und natürlich mache ich das auch. Ich habe aber auch den Anspruch, dass man auch so ein bisschen im Hintergrund gräbt, was auch alles wirklich passt. Nicht nur erzählen und erklären, was da in der Szene passiert, sondern auch ein bisschen den Hintergrund beleuchten. Und das bringt mich ja dazu, dass ich dieses Video in mehreren Schritten mache, damit das auch so ein bisschen verständlicher wird. Ich habe ein bisschen recherchiert noch im Hintergrund, also nicht nur das Internet durchstöbert, sondern mir auch noch andere Sachen angeschaut, Bücher nochmal reingeguckt, mir auch Videos angeschaut und Schlachtfelder von heute mir angeschaut, also wie das heute aussieht dort, das zusammengestellt und habe dann, ich sag mal, so ein dreiteiliges Video draus gemacht. Also einmal, wo ist das wirklich passiert? Wie sahen wirklich die Strände dort aus und wie waren die Verteidigungsanlagen? Und dann nachher die Filmszene selber nochmal erklärt, beziehungsweise vorher erkläre ich auch nochmal die Waffen, die ihr sehen werdet und auch ein paar Filmfehler. Und naja, das große Programm kriegt ihr halt heute. Das ist eigentlich der Plan. Ja, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal mit der geografischen Zuordnung und einfach mal mit den Verteidigungsanlagen. Und da erzähle ich euch jetzt erstmal ein bisschen was drüber. So, für die von euch, die in Erdkunde natürlich gut waren, und ich zählte mich als Schüler nicht dazu, aber mittlerweile durch, ich sag mal, viele Reisen weltweit kann ich das alles so ein bisschen besser zuordnen, ist auch egal. Also ihr seht ja auf dieser Karte erstmal Europa und den Bereich Großbritannien, Frankreich und Teil des Atlantiks. Und wenn wir dann ein bisschen weiter reinzoomen auf Frankreich und die Kanalküste, dann kommen wir hier in diesen Bereich, wo man auch noch die Stadt Caen sehen kann. Und das ist quasi auch der Bereich der Normandie, wo diese Landung stattgefunden hat. Und wir wollen uns ja natürlich mit dem Omaha Beach auseinandersetzen. Und dann kann man hier nochmal ganz genau sehen, wie oder genau sehen, wo Omaha Beach eigentlich liegt. So. Dazu habe ich hier auch noch folgende Karte vorbereitet. So, hier kann man mal wirklich drauf sehen, wo die Alliierten tatsächlich versucht haben zu landen. Also ihr habt das in der Google-Übersicht gerade schon mal gesehen. Wir haben hier Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno und Sword Beach, also die Franzosen wollte ich schon sagen, hier die Engländer hier, die Kanadier hier und die Amerikaner hier. Und finde ich ganz interessant gemacht, diese Karte, wo man auch nochmal die Fallschirmjäger sieht, die abgeworfen worden sind und auch die deutschen Verteidiger hier auch mit dem Zeichen der, ich sag mal, Bundeswehr. Das ist natürlich sehr witzig, aber ist natürlich der Karte jetzt geschuldet. So. Hier kann man auch noch sehr schön sehen, wo die ganzen Verbände herkamen. Also die ganze englische Küste war gespickt mit Häfen, wo die Landungsflotte lag und ist dann an dem 6. Juni natürlich hier rüber gefahren. So. Wir gehen weiter rein in Omaha Beach. So, und auf diesem Bild kann man schon mal ganz gut sehen, was hier im Bereich Omaha Beach, also das sieht man ja auch hier, los war für die amerikanischen Truppen. Also wir haben hier Fox Green, Easy Red, Easy Green und so weiter und so fort. Und der Bereich, der für uns interessant ist, ist hier Dark Green. Also dieser Bereich hier, wo also in dem Film Tom Hanks mit seinen Truppen gelandet ist. Und der Auftrag von den Soldaten Dark Green war, diese Breach, also diese Schneise zu öffnen und hier durch D1, Delta 1 durchzubrechen. Das war so der Auftrag in diesem Film und in dieser Sequenz. Und das ist tatsächlich eine historische Karte, wobei man hier noch nicht so viel von den Verteidigungsanlagen sieht. Aber ich habe da noch was rausgesucht. Das zeige ich euch jetzt mal. So, hier nochmal, also nicht unbedingt viel besser, aber nochmal etwas klarer zu sehen. Hier nochmal
Doc Green hier auch nochmal in Rot eingezeichnet, die Verteidigungsstellungen, und die mussten halt hier über den Strand und hier hoch. Und da gucken wir gleich nochmal auf noch eine Karte. Genau, nicht so gut zu erkennen, aber reicht eigentlich für unsere Zwecke aus. Also das ist hier die Bresche Delta 1, wo Tom Hanks mit seinen Leuten durch muss. Hier WN steht für Widerstandsnester, also das waren eben diese sogenannten Widerstandsnester 72, 71 und so weiter. Da gibt es ja auch extra nochmal Literatur drüber. Und hier sieht man tatsächlich die Befestigungen an der Landungsküste bei Dock Green und auch diese beiden Bunker. Da haben wir auch noch Fotos von, wie die tatsächlich ausgesehen haben. Und man muss sehen, dass die Bunker so angeordnet waren, die sich gegenseitig quasi Deckung geben konnten. Also ein sogenanntes Kreuzfeuer konnten die aufbauen. Und die waren nicht ausgerichtet, nur unten auf den Strand zu schießen, direkt hier runter, sondern die sollten eben im Kreuzfeuer den Verteidiger, den Angreifer niederhalten. Und diese Bunker hier, die haben den natürlich schwer zu schaffen gemacht. Und es sind aber tatsächlich in dem Film völlig andere Bunker, da sage ich gleich noch was zu. Aber die Originalbunker, die zeige ich euch jetzt hier einmal. Das hier zum Beispiel ist einer der Bunker von Dock Green, wo ein Geschütz drin gestanden hat, soweit ich das recherchieren konnte. Und das dann quasi im Kreuzfeuer alles, was auf dem Strand aufgefahren ist, abschießen konnte. Und hier auch nochmal eine Verteidigungsstellung, Omaha Beach, nur mal so als Verdeutlichung, wie dieses MG auf diesen Strand im Kreuzfeuer wirken konnte. Also wenn hier eins steht und hier drüben eins steht, das heißt, jeder, der hier hochkommt, oder versucht hochzukommen, wird natürlich gnadenlos niedergemäht. So, auch hier noch einmal ein Bild, um das zu verdeutlichen. Ich weiß, es wird hier sehr theoretisch und taktisch, aber wenn wir das schon machen, dann wollen wir auch wissen, worum das hier wirklich geht. Also diese Skizze von Omaha Beach zeigt nochmal das Kreuzfeuer der verschiedenen Geschützstellungen, und man muss sich vorstellen, dass hier tatsächlich schwere Waffen drin waren, die über den Strand schossen, um die feindlichen Panzer, so dann, welche dann kamen, bekämpft worden sind. Und hier ist der Bereich Dock Green, also die mussten hier hoch durch die ganzen Strandhindernisse, da komme ich gleich nochmal zu, und mussten versuchen, hier durch die Bresche zu kommen. Und waren natürlich gnadenlos dem ganzen Feuer hier ausgesetzt, um diesen Strand quasi zu erstürmen. Ja, und eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist die Strandhindernisse, die ihr auch natürlich in der ersten Szene sehen werdet. Dann haben wir einmal hier diesen Hedgehog oder Tschechen-Igel. Die Dinger waren eigentlich auch im Wasser, unter Wasser postiert. Also man muss sich das ja vorstellen, das ist ja Atlantikküste. Und Tidenhub haben wir hier. Ich glaube, 18 Fuß Tidenhub sollte das sein. Das heißt also, der ganze Bereich hier stand unter Wasser eigentlich. Und wenn Schwimmpanzer anlanden, dann werden die ja irgendwann den Strand hochfahren und werden dann auf diese Tschechen-Igel gefahren. Und man sieht bei Soldat James Ryan auch leider, dass diese Log-Rams oder diese Auflauframpen falsch montiert worden sind, also die stehen in die falsche Richtung. Kann ich mir nur so erklären, dass die sich gedacht haben, wir machen die Mine hier vorne rauf. Aber im Endeffekt war es so, die Landungsboote sollten hier rauf, sich raufschieben, und die Panzerminen sollten dann die entsprechenden Boote zerstören, genau wie hier diese Logposts auch. Dann haben wir hier diese belgischen Tore. Das sind tatsächlich Panzersperren bei Flachwasser. Die wurden ineinander verschachtelt angesetzt, wie man das hier sehen kann, mit Ketten zusammengebunden quasi. Und wenn hier irgendjemand durch oder gegen wollte, gruben die sich so in den Sand ein, dass die Panzer nicht da vorbeikamen. Somit mussten sie flankierend vorbeifahren oder auch die Tschechen-Igel umkurven und boten natürlich so eine leichte Angriffsfläche für feindliche Panzerabwehrkanonen. Ja. Und bei Soldat James Ryan, als sie sich hier hoch bewegen, ist es tatsächlich so, dass diese ganzen Hindernisse aufgrund des Hochwassers oder Niedrigwassers aus dem, ja, an dem Strand zu sehen sind. Und nachher Stacheldraht und die Sanddüne und was auch alles ist. Und dann irgendwann geht es hier dann auch noch bergauf. Ja, hier ist nochmal ein Bild, das ich mir auch geklaut habe. Also das ist tatsächlich aus der Sicht von den Jungs aus dem Landungsboden, aus diesen LCs. Die Sicht auf Dock Green D1, also die Bresche, wo die hoch mussten in Wirklichkeit. Hier sieht man noch diese Gebäude. Das ist also auch ein Hotel, das hier gestanden hat. Da war auch eingebauten Bunker getarnt, und quasi hat man einen Bunker hier gehabt und einen hier, und die haben im Kreuzfeuer alles vernichtet, was hier hochkam, und durch diese Bresche sollten sie nach oben. Und dann kann man sich auch vorstellen, wenn die hier hoch wollten und hier oben waren noch überall Verteidigungsstellungen, also
MG-Nester und die haben runtergefeuert, dass das für die Amerikaner hier auf jeden Fall kein einfacher Anladungsgang war. So, hier auch nochmal ein Bild von einem der Bunker in, auf Dark Green. Da sieht man auch hier diese Befestigung, also diese, ich sag mal, schräge Anordnung, dass man hier rausfeuern konnte und dann den Strand unter Feuer nehmen kann. Und das einmal in die Richtung und in die andere Richtung. Frontalbeschuss auf See sollte gar nicht sein, sondern die wollten tatsächlich die Landungsstrände unter Beschuss nehmen. So, was auch wieder wichtig ist, wir werden uns mit den Waffen dort auseinandersetzen. Also die, die ihr sehen werdet, die werde ich euch nochmal kurz hier aufzeigen und kurz was dazu sagen. Also wir haben hier die Thompson MP, die Maschinenpistole, die amerikanische, und die hat der Tom Hanks quasi, also Captain Miller führt diese Waffe. Dann haben wir als nächstes den M1 Grand Karabiner, das ist eigentlich die Standardwaffe der amerikanischen Soldaten, die sie mit sich führen. Also immer wenn ihr einen mit einem normalen Gewehr seht, ist das ein M1 Grand. Dann haben wir unseren Sergeant, der läuft rum mit einem M1 Karabiner, also ein bisschen anderes Modell. Hier mit dieser kleinen Tasche sieht man auch in dem Film ganz gut, wenn es darum geht, wenn sie an dem Bunker da sitzen und dann da hoch wollen. Dann haben wir einmal die BAR, also ein Kaliber 30 MG, also das auch in der Hand geschossen werden kann. Das ist das Unterstützungsgewehr, das wir sehen werden, wenn sie versuchen vom Bunker nach oben zu kommen und der eine Soldat das Feuer auf die Sandsäcke eröffnet. Im gleichen Atemzug seht ihr natürlich von den Verteidigern oben das MG-42, also das deutsche Maschinengewehr, das mit seiner hohen Kadenz natürlich für unheimlich Schaden gesorgt hat bei den angreifenden amerikanischen Truppen. Was wir noch sehen werden, ist auf dem Strand einmal den Flammenwerfer, den M1A1 Flammenwerfer. Ich habe leider kein besseres Bild gefunden, aber ich glaube, den sehen wir auch nur, wenn er explodiert bei den Jungs auf dem Rücken, als sie getroffen werden. Ja, das haben wir. Was haben wir noch? Wir haben das, die Springfield Rifle, also die M1903A4. Das ist das Gewehr, was der Scharfschütze in dem Zug von Captain Miller nutzt, um das MG-Nest nachher auszuschalten, also eine Springfield Rifle. Ja gut, Handgranaten, wie immer, lang und schmutzig, haben die auch dabei. Also die MK2 Grenade. Dann haben wir noch die Bangalore Torpedos, die zusammengesteckt werden. Die seht ihr hier. Das ist quasi so eine, ja, Sprengstoff im Rohr. Und wenn die alle zusammengesteckt sind, Sprengstoff hat ja eine Deflagration. Das heißt, also wenn ich ganz hinten anzünde, detoniert das alles durch. Und damit sprengen sie ja quasi mit diesen Bangalores diese Drahthindernisse kaputt. Ja, last but not least sehen wir noch ganz am Schluss jemand, der eine Rifle Grenade von seinem Karabiner in so eine Bunkeranlage schießt. Und das ist eine M9A1 Rifle Grenade, die aufgesteckt wird auf ein Gewehr mit einem bestimmten Aufsatz noch. Und dann kann man damit Granaten verschießen. Das ist einfach mal zu den Waffen, die ihr sehen werdet. Dann werde ich im Film da nicht mehr so viel zu sagen, aber ich werde es natürlich noch mal erwähnen. Gut, das zu den ganzen Waffensystemen oder Waffen, die da zu sehen sind. Und jetzt steigen wir mal ein in die Kampfszene, wenn sie die Strände erstürmen. So Leute, wir sind hier Omaha Beach, 6. Juni 1944. Ihr seht hier jetzt schon die ersten Tschechen-Igel, die aus dem Wasser rausragen. Und damit das nachher in der Szene nicht untergeht, hier sind diese Auflaufblöcke. Und dieser steht tatsächlich richtig rum. Nachher stehen einige falsch rum. Und das hatte ich ja am Anfang schon erzählt, wofür diese Dinger da sind. Und dann gehen wir jetzt mal in Deckung und schauen, was die Amis hier machen. Also natürlich schlecht gestoppt, aber also diese Landungsboote, die wir hier sehen, das sind tatsächlich die sogenannten LCs. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte die davon gehabt haben während der Landung in der Normandie. Tatsächlich wurden für diesen Film 10 Stück besorgt, alte Dinger, und neu, also restauriert und fahrtüchtig gemacht. Und das sind tatsächlich Originale von damals, und ich glaube, eins ist sogar auch in diesem Normandie-Museum ausgestellt worden.
nochmal zu dem Abzeichen. Also er ist Captain Miller, das wissen wir ja auch alle. Und für die Deutschen, die wussten natürlich, wenn jemand sowas an dem Helm hat, war er Offizier und wurde natürlich versucht, die Offiziere als erstes abzuschießen. Und das war also keine gute Idee, dass man vorne sein Dienstgradabzeichen am Helm getragen hat. Vor allen Dingen nicht weiß, weil dann die feindlichen Scharfschützen immer genau wussten, wen sie zuerst abschießen mussten. Alle weg von der Rampe! Noch 30 Sekunden! Gott sei mit euch! Backbordreihe und Steuerbordreihe! So schnell wie möglich vorrücken und weg von den Granatrichtern! Und dass ihr mir auf Abstand geht am Strand! Fünf Männer! Sechs gefundenes Fressen! Ein Mann ist Munitionsverschwendung! Und es darf kein Sand in die Waffen kommen! Halten Sie die Verschlüsse sauber! Wir sehen uns dann am Strand! So, da im Hintergrund könnt ihr schon mal sehen, hier, das sind diese Bangalore-Minen, die sie mit an den Strand schleppen, um die Drahthindernisse nachher zu bekämpfen. Was ihr hier natürlich seht, das ist ein MG-42, was hier gnadenlos reinhämmert und ist natürlich ganz klar, die MG-Schützen oben auf dem Berg sehen diese Landungsbude ankommen, die Klappe geht auf, die Männer da drin sind alle ungedeckt und dann mache ich da Dauerfeuer und bei der Kadenz von den MG-42, dann ist das auch gleich vorbei. So, hier kann man das natürlich sehen, auch mit Leuchtspur noch. Und einige sind schon im Wasser. Und hier sieht man auch wieder, dass die Auflaufböcke falsch rum sind. Aber natürlich wird hier reingeschossen. Also ich habe auch gelesen, ich bin nicht sicher, ob es stimmt, aber dass bei den Amerikanern war es teilweise so, dass ganze Kleinstädte sich die jungen Männer zum Dienst an der Waffe gemeldet haben und die wurden dann tatsächlich auch zusammen in eine Einheit gebracht und dann sind die auch zusammen in so einem Landungsboot tatsächlich in der Normandie gelandet und dann wurde so eine ganze Stadt, also die jungen Männer einer ganzen Kleinstadt in einem Atemzug ausradiert, weil die alle zusammen da halt waren und somit kriegten die dann ja, die Beileidsbekundung, dass da 30 Mann aus der kleinen Stadt gefallen waren. Und das wurde später wohl geändert. Also ich habe es gelesen, schlag mich nicht, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es mal gelesen. Schlecht gestoppt, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also was ihr hier seht, diese Bunkeranlage, das ist eigentlich ein sogenannter Schnabelbunker. Die Schnabelbunker wurden eigentlich nicht an der Küste direkt gemacht, beziehungsweise so angeordnet, das sind Überwachungsbunker gewesen. Also aus diesen Bunkern wurde für die Artillerie, die im Hinterland stand, oder für die großen Geschützbatterien, wurde die Entfernung gemessen oder das Feld beobachtet. Eigentlich waren dort keine MG-Nester drin, aber es soll halt jetzt ein bisschen dramatisch sein. Also diese Art Bunker gab es in der Normandie-Küste nicht als Kampfbunker. Raus über Backbord und Steuerbord! So, und das ist auch Blödsinn. Also es sieht natürlich spektakulär aus und ist natürlich furchtbar, aber das ist nachgewiesen, auch glaube ich bei den Mistbusters mal. Diese Geschosse können nicht im Wasser noch die Wirkung haben. Die dringen, weiß ich, 30 cm ein und dann haben sie an Geschwindigkeit verloren und können dann nichts mehr durchschlagen. Also das ist ja, Trick, Aufnahme, Filmfehler, keine Ahnung, das funktioniert nicht. Ja,
Sound auch hier zu der Szene. Tatsächlich sind viele Soldaten, amerikanische Soldaten, bei der Anlandung auch ertrunken, weil die einfach mit der Ausrüstung, da kamen die einfach nicht ins flache Wasser, beziehungsweise konnten nicht weiter in die Landungsboote, die mussten rausspringen. Das war einfach zu tief und die kamen da nicht raus. Die sind dann einfach ertrunken. Hier sieht man doch wieder, also die Auflaufblöcke sind hier falsch rum dargestellt. Also das Landungsboot kommt ja nicht von Land und fährt da hoch, sondern es kommt ja von der anderen Seite. Wenn jetzt hier eine Mine dranhängen würde, dass die dagegen fahren, würde ich es noch kaufen. Aber die hier stehen richtig rum, haben sie halt sich vertan. Keine Ahnung. Kann man sich auch vorstellen, wenn die deutschen Verteidiger flankierend ihre MGs eingesetzt haben und ihre Panzerabwehrkanonen, die da auch standen im Bereich Sektor Dock Green, dass die dort durch das Querfeuer oder Kreuzfeuer alles bezirkeln konnten. Und natürlich hatte man hinter diesen kleinen Tschechen-Igeln oder vielleicht auch an so einem Landungsboot noch ein bisschen Deckung. Aber ein guter MG-Schütze und wenn das vernünftig eingeschossen ist alles, dann hätten die da auch alles ja, getötet, was da den Strand drauf wollte. Echo Yankee Charlie Zimmer. Bei so einer Geschichte, wenn man so eine Truppe führt, dann auch überhaupt die Übersicht zu haben, wo sind meine Leute, wo muss ich hin, was ist los, Ruhe behalten, also völlig, ja, da und völlig unmöglich nach meiner Ansicht. Hier ist auch der Flammenwerfer, den wir eben gesehen haben, schon im Vorspann, wo ich die Waffensysteme erklärt habe. Natürlich, der Flammenwerfer eine vernünftige Lösung, um Bunker auszuräumen, aber da muss man erstmal über den Strand kommen und dann, wenn da eine MG-Kugel in diese Tanks einschlägt und die sich die Sachen dort vermischen, die Flüssigkeiten, dann ist auch sowieso vorbei. Hier Adrenalinschock wahrscheinlich. Also der merkt gar nicht, dass sein Arm, also er weiß schon, dass der Arm ab ist, aber das schnallt er gar nicht, nimmt den mit, geht irgendwo hin, wird sich wahrscheinlich irgendwo hinsetzen und sagen, nehme mir den Arm wieder an. Also schwer Verwundete, wenn sie manchmal merken sie das halt gar nicht. Ne?
Ihr klebt ihr am Arsch! Alle die Ja, und so ein Sarge muss man natürlich haben. Die Mutter der Kompanie, wollte ich schon sagen, so ein alter Haudegen, der schon überall dabei war, der zieht die Leute natürlich nach vorne. Wenn so einer im Kampf natürlich getötet wird, getroffen wird, dann ist auch erstmal vorbei. Wo ist unser Auffangpunkt? Irgendwo, bloß nicht hier! Strand und macht Platz für die anderen! Wenn wir die Stellung hier aufgeben, dann sind wir erledigt! Jeder Winkel an diesem Strand ist von denen abgezirkelt! Die Stellung hier zu halten, ist glatter Selbstmord! Verwundeten Versorgung in so einer Kampfsituation, da schützen zwar Sanitäter rum, aber die werden natürlich durch die MG-Schützen auf der anderen Seite auch nicht direkt mehr erkannt und kriegen auch Feuer ab. Also man muss so eine Landezone tatsächlich erstmal sichern und dann die Verwundeten versorgen, weil wenn ich dann immer noch 3-4 Leute abstelle, die Verwundeten aus der Schusslinie ziehen, werden noch mehr verwundet, noch mehr verwundet. Da muss man einfach eine Entscheidung treffen und da muss man die eben auch für diese Zeit halt liegen lassen. Das ist furchtbar, aber es ist halt so, ne? Versaufen doch alle im Kanal! So, verschwinden Sie mit Ihren Leuten und ich schaff die Hindernisse hier weg! Kommen Sie, Briggs! So, ich hab's versucht zu stoppen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier hinten steht ein Panzer. So. Und er schafft die Hindernisse weg, um die Panzer, damit die Panzer durchkommen. Und er sagt nachher über Funk, es hat keiner der DD-Panzer, also die Schwimmpanzer oder die Panzer, die schwimmfähig gemacht worden sind, den Strand erreicht. Also Filmfehler, sollte vielleicht cool aussehen mit dem Panzer, haben sie nicht drüber nachgedacht, ist auch egal. Fakt ist auf jeden Fall, dass ganz viele von diesen Panzern, von diesen Schwimmpanzern in der, also an Omaha Beach, tatsächlich durch den Wellengang versunken sind. Die stehen ja teilweise heute noch auf dem Grund, da ich habe mal so einen Bericht gesehen darüber. Und es haben tatsächlich nur 16 Panzer es bis an den Strand geschafft. Aber von diesen 16 Panzern, die dann auch diese Hindernisse umfahren mussten, sind am Ende des Tages noch 3 übergeblieben, weil alle anderen wurden durch die Panzerabwehr der Deutschen ausgeschaltet. Also das war auch nicht sehr erfolgreich, was sie da versucht haben. Aber wie gesagt, ich wollte nochmal darauf hinweisen, im Hintergrund seht ihr tatsächlich einen Panzer. Und die Leute haben natürlich auch nochmal einen Flammenwerfer hier auf dem Rücken. Dann hat der eine Bengalos auf dem Rücken. Dann eine hat einen ganz langen Stab. Am Ende des Stabes eine Sprengladung. Das haben sie gedacht, um quasi Sprengladungen hoch in diese Bunker zu stecken und dann oder von oben auf die Bunker runterzulassen und dann an der Wand als Hohlladung detonieren zu lassen. Das war die Idee dahinter. Aber die meisten haben es halt gar nicht bis dahin geschafft und somit blieben diese Stücke, Ausrüstungsstücke, Waffen, keine Ahnung, mussten dann am Strand liegen bleiben. Vorwärts! Hey! Vorwärts!
MG42 in Action. Und hier nicht das Wechselrohr, das sagt er immer wieder, mache ich mir wieder falsch. Also das, der Wechsellauf, der hier drin ist, der muss natürlich nach so und so viel Schuss ausgewechselt werden, weil er heiß geschossen ist. Aber ansonsten seht ihr immer hier, macht immer nur Feuerstöße und jedes Mal erwischt er dann einen Einzelnen oder zwei oder drei Mann. Und gegen den MG anzulaufen, das auf einen feuert, ist völliger Wahnsinn. Wir sind also ohne Unterstützung am Strand. Sektor Delta ist nicht passierbar. So, er hat gesagt, also alle Panzer sind im Kanal versunken und keiner hat es an Land geschafft. Nur einer hat da gestanden, ein kleiner Filmfehler. Was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, ist, diese ganze Geschichte wurde ja nicht in der Normandie gedreht. Tatsächlich ist das nicht der Normandie-Strand, sondern gedreht wurde das alles in Irland. Da hat man Küstenstreifen fertig gemacht, hat das alles nachgebaut und aufgeschüttet. Und tatsächlich ganz, ganz viele der Statisten, die hier in den Uniformen rumlaufen, sind aktive Soldaten der irischen Armee gewesen. Die haben bei dem Film mitgeholfen und das sind nicht alles Statisten, die nicht wissen, was sie tun, das sind tatsächlich Soldaten, die das machen. Ja, das hatte ich vom Anfang vergessen zu erwähnen, aber gut, wir sind jetzt hier, Delta 1 ist nicht offen, also Panzer, okay, haben wir so ein also wir müssen jetzt versuchen, diese Bresche zu öffnen, das ist der Auftrag. Strand, wer hat hier das Kommando? Sektor Delta 1 noch nicht frei, kein Durchkommen, over! Das ist Horvath! Könnt ihr erkennen, wo wir hier sind? Da, wo wir sein sollen, nur sonst ist keiner da! Erster Truppenvorstoß ohne Erfolg. Der Feind hält seine Position. Ich wiederhole, Feind hält Position. Die Einheiten sind alle zersplittert, Sir. Wir haben Versprengte der F, A und G-Kompanie bei uns. Hier seht ihr auch gleich die Gewehre, also die Thompson von Tom Hanks und vom Sergeant, das M1 Gewehr. Und Bengalos habt ihr schon gesehen und naja. Melden Sie vom Strand! Melden Sie vom Strand! Und das auch zum Thema, alles eingezirkelt durch die MGs, also wenn die hinter dieser Düne liegen, kriegen sie trotzdem noch MG-Feuer von den Seiten, also da kann man nicht bleiben. Catwalk! Catwalk! Cat! Bleiben hier, Sir! Sonst noch jemand gesehen! Jackson, aber das war's dann auch! Meldet hier! Capasso! Wade ist da unten am Strand und versorgt die Forest! Den hat's übel erwischt! Wade sagt, er blutet aus 1000 Löchern! Er meint, er macht's nicht mehr lange! Lassen Sie los! Erste Bataillonsansatz! Rufen Sie ihn her! Wait! Wait! Dann hier hoch! Auch hier, also drei Sanis auf dem Haufen versuchen ihn zu retten, ist natürlich auch löblich. Die MG-Schützen oder was auch immer, wer hier schießt, trifft ihn hier und das seht ihr auch gleich. Also das ist, ja, es ist Krieg. Man sieht die Zeichen wahrscheinlich nicht und hier sind überall anstürmende Soldaten und der MG-Schütze, der hält da einfach drauf. Also das ist halt furchtbar, ne? Holen Sie den Jungen vom Strand. Eckhart! Wir haben die Blutung gestoppt! Wir haben die Blutung gestoppt! Scheiße! Wieso gibt's uns nicht wenigstens eine Chance, du verdammtes Arschloch! Du verdammte geschissene Drecksau! Komm weg hier! Komm weg hier! Wir haben ihn da gefunden! Komm weg hier! Komm weg hier! Holen Sie mich runter! Wir haben es nicht geschafft. Haben uns ziemlich übel erwischt, Sir, aber ein paar mehr müssen sein. Das reicht niemals. Das reicht niemals. Die Bresche von Delta 1 muss bei dem Einschnitt da hinten sein. Oder ist sie links gewesen? Nein, 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 nein. Der Wiel ist westlich von uns. Das ist die Bresche von Delta 1. Die schlagen uns alle ab und wir haben nicht die geringste Chance. Das ist nicht fair. Waffen und Munition sammeln. Waffen und Munition sammeln. Alles, was an Waffen am Strand liegt, alles hierher. Gelassen. Die habe ich im Kanal versenkt. Das Mistding hätte mich fast ersäuft. Besorgen Sie sich Ersatz. Bengalos!
Bringt ein paar Bänke los! Ja, ist aber auch mutig, dass er den Kopf da so weit rausstreckt. Ne? Also wenn die MG-Schützen auf Zack wären, dann hätten sie wahrscheinlich auch schon erwischt. Aber gut, ist Film, wie gesagt, wir wollen uns das ja einfach nur mal so ein bisschen erklären. Die Dinger weiter, aber vorsichtig! Was ist los? Der Kopf! Denkst du zur Stelle, Sir! Bleiben wieder zurück, Sir! So, da haben wir eben die BAR gesehen, also Kaliber 30, denn der Scharfschütze mit seinem Scharfschützengewehr, mit dem Scharfschützengewehr und dann hier die Bangalores, also alles, was wir schon angesprochen haben. Weiterschieben! Scheiße! Mann, hast du ein Schwein! Los, weiter! Du stirbst nicht! Keine Angst, es wird alles gut! Nicht hin, sieh einfach nicht hin! Bring dir los, klar! Achtung, wir zünden! In Deckung! In Deckung! In Deckung! So, ihr habt es eben nicht genau sehen können. Also dieser Anzündschnur-Anzünder, so nennt man das, wenn man eine Sprengausbildung hat. Also ein kleiner Pinöpel, der wird abgeschraubt und dann zieht man und dann gibt es einen kleinen Funken und der zündet quasi eine Lunte an. Die brennt dann innen drin ab und dann, wenn die aufgebrannt ist, je nach Länge, ist eine bestimmte Zeit, die abbrennt. Und dann zündet quasi die Sprengkapsel und die Sprengkapsel zündet den Sprengstoff und dann detoniert diese Bangalore in einer Reihe durch. Und deswegen hat er eben diesen hier gemacht. Nur mal so am Rande. Dann legen wir mal los, der Weg ist frei! Auf die andere Seite, Leute! Geben Sie nochmal Morphium. So, und jetzt weiter! Mann ist untersucht. Morphium! Hierher! Routinefall! Was gegen die Schmerzen? Ich hab solche Schmerzen! Was gegen die Schmerzen? Der Mann hat Vorrat! Der hat's hinter sich! Auch hier sieht man das nochmal, das hatte ich ja in anderen Filmbesprechungen schon mal erklärt, also Bunker oder beziehungsweise in dem My Way, wo die Bunker da alle auseinandergeplatzt sind. Das ist hier sogenannte Stahlbewehrung, Stahlbeton, ne? Das heißt also Metallarmierung in dem Beton selber, der dem noch Struktur gibt und Standfestigkeit, deswegen kriegt man so ein Ding auch nicht mal eben kaputt gebombt und kaputt gesprengt. Da muss schon ein bisschen mehr sein oder ein bisschen mehr kommen. Los, komm näher! Scheiße! Ich komm nicht weiter! Mellish! Ja, Sir! Geben Sie mir Ihr Bajonett, Sir! Sir! G42, zwei Mörser, 20 hoch, links 30. Da hinten ist nur wenig Deckung, aber es wäre die Gefechtsposition, wenn wir diese verdammten Panzer hätten. Wir müssen da irgendwie durchkommen. Reiben, Merlisch, jetzt wird's ernst. Schmeißt euch irgendwo in den Graben und feuert auf diesen verfluchten Feind. Yes, Davis, die Bernardo, Jagenburg, Platz im Gefecht. Gut, also Taktik ist klar, ne? Also man beschäftigt die Schützen, lenkt sie da oben ab, dann dreht der MG-Schütze normalerweise in eine andere Richtung und man kann versuchen, Leute durchzuschleusen. Ist immer sehr gefährlich für den Lockvogel, aber natürlich, wenn auf die geschossen wird, dann können die auch das Feuer direkt nicht erwidern, weil sie nicht zielen können, ja? Das nennt man dann Feuerüberlegenheit und Deckungsfeuer und so weiter und so fort. Also das ist taktisches Vorgehen. Da muss man immer wissen, wie viele Leute man riskiert bei so einen Geschichten und wie viel kann man da durchschleusen.
Achtung, Sperrfeuer! Blanker Selbstmord. Das kommt ja aus dieser Hölle nicht raus. Short Peyton MacDonald, Park! Jetzt seid ihr dran! Stülpen Sie ihn doch einfach einen Sack über den Kopf, Captain. Bleibt uns nur der Tod. Achtung, Sperrfeuer! Und jetzt lauf, lauf, lauf! Fahre, fahre, fahre! Lauf schon, verdammt nochmal! Und hier kann man auch sehr schön sehen, dass das Gasdrucklader sind. Also die deutschen haben es K98. Für die, die keine Ahnung von Waffen haben. Das heißt, man schießt und dann muss man wieder repetieren und dann schießt man und so weiter und so fort. Anderes Kaliber, also größere Reichweite. Das hier sind Gasdrucklader. Das heißt, die Energie nach dem Schuss schiebt den Verschluss zurück. Die neue Patrone wird nachgeladen. Sie ist wieder im Laufen. Man kann wieder abdrücken. Deswegen kann man dieses Peng, 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 Peng machen. Kleineres Kaliber, nicht die Reichweite. Aber in solchen Kampfsituationen, wenn man dann 5 Kugeln an den Feind kriegt, und der K98-Schütze nur ein, ist natürlich ein Unterschied. Jackson! Ja? Sehen Sie da drüben den Krater? Ja, Sir. Da drin haben Sie volle Deckung vor dem MG-Feuer. Da gehen Sie jetzt rein und halten drauf, aber gezielt. Warten Sie auf mein Kommando. Ja, auch gesehen, hat ihm auf dem Helm geschlagen. Das ist tatsächlich der Fall, der MG-Schütze, den kann man ja nicht zurufen, was man auf, da läuft einer links oder rechts, sondern ihm wird auf dem Helm geklopft, linke Seite musst du nach links schwenken, dann geht natürlich auch sein Zielbereich nach links, rechte Seite nach rechts und somit ist quasi der, der Munition nachführt, mit der Beobachter, der ihm halt auch die Ziele ansagt und somit hat er das MG natürlich rübergeschenkt. Ihre Mutter das gesehen hätte, Captain, wäre sie bestimmt stocksauer. Ich hab gesagt, Sie wären meine Mutter. Aber du, Herr, sei nicht ferne. In Demut und Treue bekomme ich meine Sucht. Und ich verabscheue alles Böse, was ich getan habe. Meine Stärke, eine mir zu helfen. Gut, warum das ganze MG jetzt in die Luft geflogen ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er von den 4 Mann, die da saßen, 2 ausgeschaltet im MG-Nest. Also saßen ja 2 MG-Schützen mit jeweils 2 Munitions-, also Zuführern, 2, die Gurte gehalten haben. Dann jetzt nur noch 2, die geschossen haben, jetzt nur noch eine, egal. Also auf jeden Fall hat er das mit dem Scharfschützengewehr gemacht, auf die Entfernung. Wohl weniger Probleme, das durchzuziehen. Von Delta 1 ist genau hier! Ja, dann legen wir mal los! Vorwärts! Vorwärts! Ja, und das ist natürlich jetzt die Bresche. Also hier haben wir nochmal den Schnabelbunker, hier nochmal ein anderer Bunker. Die Landungsboote, die Hindernisse und so weiter. Und also, wie gesagt, gut gemacht. Und aber diese Bunker, hatte ich ja schon gesagt, hat es nicht gegeben, beziehungsweise als Beobachtungspunkte beim Bunker, wenn man mal in Dänemark ist und die Atlantik, die Nordseeküste sich anschaut, dann sieht man ganz viele von diesen Beobachtungsbunkern, die an der Küste stehen. Und die Artillerie-Geschützstellung beziehungsweise die großen Geschützbunker, die stehen weiter im Inland. Da sei aber gleich nochmal was zu. So ein Phänomen in den amerikanischen Filmen, dass die Deutschen überall reinlaufen ins Feuer,
Die sind ja auch alle nicht blöde. Ne? Wenn ich weiß, da wird geschossen, dann schmeiße ich mich hin und laufe nicht noch weiter. Oder ich schmeiße mich in den Schützengraben. So. Noch eine Sache, ihr seht hier diesen riesengroßen Bunker und hier schemenhaft seht ihr eine riesen Kanone noch rausgucken. Also solche Bunker hat es natürlich gegeben. Allerdings, die standen ja nicht an der Küste. Die standen ja weiter im Hinterland. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer. So ein Geschütz schafft es ja auch schon, weiß ich nicht, 15, 12 Kilometer zu schießen. Die standen im Hinterland, auch natürlich verbunkert, um durch die Flugzeuge nicht getroffen zu werden, und der Feuerleitbereich bzw. der Beobachtungsbunker vorne, dieser Schnabelbunker, hat denen dann die Koordinaten durchgegeben. Die haben natürlich ballistisch geschossen und haben dann in der Küste die Schiffe getroffen. Den direkt an Land zu stellen, im direkten Richten, ist völliger Blödsinn. Hat auch so, passt auch so nicht. Schnell! Und hier auch mal gesehen, also ich habe in der Sprengausbildung gelernt, wenn ich was in die Luft sprenge, dann hören wir den Knall und dann warten wir erstmal 3-4 Sekunden, weil das, was nach oben fliegt, das kommt ja auch irgendwann wieder runter. Und wenn das dann runtergekommen ist, dann stehe ich auf und laufe los, weil sonst kriegst du mich ab, das, was da durch die Gegend fliegt. Aber... geben auf, das hat er wohl nicht gehört oder nicht verstanden, aber das war in der Hitze des Gefechts passiert, ne? Hey, Kameraden, wir schießen! Wir sind nicht deine Kameraden, du Ratte! Nach rechts für den anderen! Umdrehen, umdrehen! Los, los, los! Und hier sieht man auch im Gegensatz zu den Stellungen bei dem koreanischen Film, dass hier die Laufgräben im Zickzack angeordnet sind, damit man nicht einmal durchschießen kann, sondern dass man tatsächlich dort versetzt laufen kann. Dass die jetzt alle sich da austoben an den deutschen Verteidigern. Ist klar, die sind alle stinkesauer, die haben Kameraden verloren, die haben geblutet, die sind verwundet und was nicht alles. Dass die richtig, richtig sauer sind, das kann man jetzt verstehen. Und da muss man die Leute natürlich auch wieder einfangen. Aber das ist auch nicht so einfach. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Hört auf, hört auf! Feuer einstellen! Sugar King hier, Sugar Charlie 3. Ich wiederhole, Delta 1 ist offen. Schicken Sie Räumfahrzeuge. Ich warte hier und sammle meine Leute. Over. Was? Es liegt der erste Pitone, Sabir. Was? Tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Nur hier sieht man auch nochmal dieses riesengroße Geschütz, was hier steht. Sieht gut aus und aber passt überhaupt nicht an die Küste. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ja, hab ich Hände gewaschen, meine vor dem Essen. Die Bazookas! Warum sind die Verhandler wohl keine Bazookas? Ja, habt ihr auch nochmal die Gewehrgranate gesehen, die ich am Anfang gezeigt habe. Und zu dieser Geschützstellung habe ich ja schon genug gesagt, also das passt nicht. Hey, Fisch. Ja? Hier ein Dolch von der Hitlerjugend. Genau richtig für das Schabbat-Radar, nicht?
Ja, das soll es auch gewesen sein zu dem Angriff. Also finde ich filmisch richtig gut umgesetzt. Action-Szenen, ein paar Excellences, ein paar Fehler drin. Aber in der Regel, finde ich, haben die das wirklich gut gemacht. Also das ist wirklich gut umgesetzt und sehr, sehr realistisch. Also da muss ich schon sagen, nicht schlecht. Ja, Leute, das soll es auch gewesen sein zu dem Film Soldat James Ryan und die Eröffnungsszene, also Landung in der Normandie und der Sektor Doc Green, der da erstürmt wird. Also, wie gesagt, Film ist ja von 98 und ist schon ein paar Jahre her, aber immer noch, finde ich, gut gemacht. Sehr akkurat, ein paar Filmfehler habe ich erwähnt, aber trotzdem immer noch ein Hingucker, also da James Ryan, immer noch ein wirklich gut gemachter Film, natürlich auch mit Tom Hanks und die reißt natürlich auch viel raus in dem Film. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, als ich den damals im Kino gesehen habe, hat er mich doch sehr abgeholt. Da war ich auch noch ein bisschen jünger und da habe ich schon gesagt, wow, das ist schon echt harter Tobak, was die uns da zeigen, aber so ist Krieg normal und ich habe viele im Kino gesehen, die gingen da raus und waren völlig fertig. Also die haben wahrscheinlich immer gedacht, Kriegsfilme sind so wie die 70er Jahre Kriegsfilme, das kann man auch anders darstellen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder ein bisschen was mitgenommen. Sollten Fehler passiert sein, sollte ich mich vertan haben, bitte könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe mir angewöhnt, bei größeren Filmrezensionen, dass ich den Kommentar, den einen Kommentar ganz oben anpinne und da sammle ich alle Richtigstellungen. Das heißt, also wenn mir einer mal schreibt, pass auf, das hast du falsch erzählt, dann hänge ich das oben in diesen Kommentar und kopiere das immer wieder rein, bis ich alle Fehler, so ich sie dann mache, da reinkopiert habe und nicht 50 Kommentare immer die gleichen sind, weil man nicht weiß, dass das schon angekommen ist. Das zu dem Thema. Das Letzte, was ich noch loswerden möchte, ist, freue mich über Kommentare. Ich freue mich auch über jeden Daumen hoch. Ich finde auch super, jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet, freue ich mich riesig drüber. Und wenn ihr Kanalunterstützer werdet, das seht ihr hier nochmal, für 1,99 im Monat unterstützt ihr den Kanal und mich. Da würde ich mich natürlich auch freuen. Die Vorzüge für euch sind dann, ihr habt alles werbefrei. Genau. Ja, das soll es wirklich auch jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund in der verrückten Zeit und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.